Stets zusammen, Hand in Hand und doch immer getrennt, ziehen sie durch Stadt und Land, sind keinem von uns fremd. Einer ist der lichte Tag, gefeiert und begehrt, kaum einer, der ihn nicht mag und ihm die Gunst verwehrt. Der andere ist ewig Nacht, gefürchtet und gehasst, hat vielen von uns Leid gebracht, ist vielen eine Last. Er war neidisch auf den andern, der die ganze Gunst bekam, und sein Geist begann zu wandern und er faßte einen Plan. Jeden, den sein Bruder jemals wird berühren, würde er begleiten, lauernd auf die Zeit, und schließlich wird er ihn auf seine Seite führen, er ist sehr geduldig und stets dazu bereit. Die drei Brüder und der Tod, die Story kennt jeder, sie spricht von Schicksal und von Not, stammt nicht aus meiner Feder. Die von Gaias Söhnen ist weniger bekannt, fühlen wir uns doch von einem sehr bedroht, doch habe ich bisher die beiden nicht benannt. Dies hier ist die Sage vom Leben und vom Tod.